Günther Di Sertori, Sie wurden im Mai des letzten Jahres gewählt und heute beginnen Sie. Was bewegt Sie mehr, die Wahl oder der Start? Der Start. Was liegt Ihnen näher, Theorie oder Experiment? Beides. Ist nicht erlaubt, oder? Was mir nahe liegt, ist, mit einem guten Verständnis der Theorie das Experiment verstehen. Und im Alltag? Anleitungen lesen oder ausprobieren? Anleitungen lesen. Als Professor forschen oder lehren? Absolut beides. Vorlesung oder Seminar? Vorlesung. Ist Ihr Schreibtisch am Abend aufgeräumt oder mit Stapeln? Eher aufgeräumt. Sind Sie eher bedächtig oder spontan? Auf der bedächtigeren Seite. Zu Hause? Kochen oder abwaschen? Kochen. Knödel oder Gnocchi? Knödel. Espresso oder Cappuccino? Espresso nach dem Essen, Cappuccino nur in der Früh. Grün oder Schwarztee? Grüntee. Bier oder Wein? Keines davon. Mit dem Kind spielen oder vorlesen? Mit dem Kind spielen. In der Freizeit TV oder Kino? Kino. Musik hören oder Musik machen? Jetzt Musik hören, vor vielen Jahren auch noch etwas Musik gemacht. Ursprünglich habe ich Akkordeon gelernt. Und dann vor einigen Jahren habe ich angefangen, Klavierstunden zu nehmen, aber eben da fehlt mir leider die Zeit, ein bisschen mehr dahin zu gehen. Dafür gibt es ja die Pensionierung. Zum Lesen, Krimi oder Roman? Eher Roman. Berge oder Meer? Berge. Wallis oder Graubünden? Graubünden. Skitouren oder Skipisten? Skipisten. Und beim Fußball, Italien oder die Schweiz? Italien, sorry.